Okay, ja. Was? Hallo? Hallo? Och Mann! So, kurz warten. Also kurz mal Controller raus und wieder rein. Hä? Ach so, ach, das Spiel war einfach nur nicht als Hauptfenster angewählt. Kaufte er nicht Internet? Ja, wenn es nach mir ginge, hätte ich das schon längst. So ist es ja nicht. Gut, ich starte erstmal. Ich habe übrigens auf 60 FPS gestellt, also ein Stream und das Spiel. Und mal schauen. Ändert nichts an der Quali des Streamers. Ja gut, das stimmt. Na, früh morgens ist das Internet eigentlich um einiges besser als abends. Also abends ist das bei mir immer so ausgelastet, weil halt ein Großteil meiner Leitung über Mobilfunk reinkommt. Also halt Magenta-Hybrid. Ja, und das ist im Moment das Beste, was hier verfügbar ist. Glasfasern sind zwar schon ausgebaut, hier bei mir zumindest, aber in einigen der umliegenden Dörfern hat sich das ein bisschen verzögert dank Corona und deswegen verzögert sich halt das gesamte Glasfaser-Internet bei mir. So, okay. Ich hatte ein ganz kleines bisschen weitergespielt, aber also weitergespielt im Sinne von einfach so ein bisschen gesammelt, gefarmt, gegrindet, wie auch immer. Na, aber nichts, was ihr jetzt verpasst habt. So, oh, Zeitauftrag. Ah, da gucken wir mal rein. Das ist. Oh Gott, wo ist denn das? Ach, ich glaube, ich weiß wo. Naja, aber zuerst will ich mal gucken. Deswegen hatte ich nämlich extra jetzt abends gespeichert. Also in-game natürlich. Abends, weil. Wir haben da doch noch irgendwie einen Jagdauftrag gehabt. Genau, den hier. Und der findet halt nachts statt. So, nein, Mensch, ich will nicht voll tanken. Da, ich will einsteigen. Automatisch fahren, Aufgabenziel. Und danach geht's übrigens auch endlich mal weiter im Spiel. So, nebenbei mal. Offline-Grinds, ja, so ein bisschen. Das Problem ist halt, ich würde so gerne mal weiterspielen, allerdings. Ja, spiele ich dann immer nur für eine halbe Stunde oder eine Stunde. Und ja, da lohnt es sich nicht, den Stream für anzuschmeißen. Zumal das teilweise sehr komische Zeiten sind. Abgesehen davon mache ich eigentlich mal nur diese Tagesmissionen dann. So, oh Gott. Alles neblig und dunkel. So, dann gucken wir mal. Oh, hier liegt irgendwas. Da. Nom nom nom. Ein Fechterknöchel haben wir. Davon haben wir auch schon ein paar jetzt mittlerweile. So, und hier ist irgendwo. Da. Da kommt einem ja das. Ach, Moment. Machen wir mal so. Ja, sind sie doch schon gut geschädigt jetzt. So. Ich muss mir das dann später mal angucken im. Oh, das war's schon. Cool. Ich muss mir das später dann mal angucken im VOD. Einfach um zu schauen, weil ich habe hier jetzt, dadurch, dass ich halt nur in Anführungsstrichen zwei Monitore habe und natürlich auch einen Chat offen haben möchte. Was? Werbung? Wenn er nun wirklich Probleme hat, zurückzukommen, dann lügt der Streamtitel zumindest nicht. Hä? Was? Werbung, danke, jetzt? Okay, naja, gut. So. Dann, was wollte ich jetzt? Ach, genau. Ich wollte, ja, Automat. Hast nichts Ja, liegen. doch. Okay. War richtig. Also, falls Kitty mich jetzt wieder hört, falls die Werbung vorbei ist, keine Ahnung. Du hast jetzt nicht wirklich was verpasst. Einen kurzen Kampf. Oh, da war noch irgendein Gegner. Ja gut. So, und wieder rauszoomen. Schade, dass er das immer nicht speichert, hier die Zoom-Stufe. So, okay. Ein paar ausgelassene Frames habe ich jetzt trotzdem. Wie ich gerade sehe, aber bei weitem nicht so viel wie eben. Jo, alles klar, Kitty. Dann viel Spaß dabei. Oder Erfolg oder keine Ahnung was. Viel irgendwas dabei, genau. So. Da. Reinfahren.
dann werden wir hier auch gleich mal übernachten, damit wir wieder Tag haben. Ansonsten müssen wir hier alle paar Meter gegen irgendwelche Viecher kämpfen und das ist ja auch Geil nervig dann angekommen. irgendwann. Der unverwechselbare Geruch von Chocobos. Ja. Und ja, dann werden wir uns um die Tagesmission kümmern und dann geht's im eigentlichen Abenteuer weiter. Endlich mal nach zwei Streams, in denen wir nur Nebenmissionen gemacht Womit haben. kann ich heute dienen? So. Wir sind wirklich dankbar für die Hilfe. Ja, könnt ihr auch. Ein Mondanhänger und 3190 Gil. Na, komm. Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung? So, hier haben wir Diese jetzt alles, Biester machen ne? uns Also schwer außer zu das, aber schaffen. das dauert ja noch ein bisschen, bis wir den Auftrag erledigen können. Schaut mal wieder vorbei. Ja, schaut mal wieder vorbei. Klar doch. Irgendwann vielleicht. So. Einmal kurz übernachten. Ich wusste ganz genau, dass er wieder springt. Wie gesagt, es ist halt immer Ich doof, bin dass, auch total alle. das Interagieren und Springen auf derselben Taste ist. Aber gut, so ist das halt. Ah ja, hier, 31.674 Erfahrungspunkte. Mittlerweile schon wieder. Lohnt sich doch. Du bist begabt, Prompto. Ja, Fotos brauchen wir nicht. So, ein wunderschönes Tageslicht. Oh, herrlich. Gut, dann. Achso, ja, genau, die Tagesaufgabe. Die wollte ich ja machen. Erstmal, ja, welchen wählen wir jetzt aus? Nee. Hier, die wählen wir aus. Und Zeitaufträge. So, Cowsherry. Direkt links oder westlich neben Cowsherry. Culture, das war. Wo war das? Das ist eine von diesen Basen hier, auf alle Fälle. Da unten wahrscheinlich, ne? Ja, hier. Dann ist das hier irgendwo in dem Gebiet. Irgendwie. Moment, ne. Doch irgendwie sieht das auch leicht ruckelig im Stream aus, habe ich den Eindruck. Ach Mann, ich hasse das. Automatisches Fahren irgendwo. Hier, ich glaube, das ist noch die beste Haltestelle, oder? Raststätte Kautes. Oh, nehmen wir die. Raststätte Kautes da. Ja, wir machen es per Schnellreise. Da, 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 da. Was ich jetzt auch schon mal ankündigen kann, der Stream wird jetzt heute nicht, weiß ich wie, super lang gehen. Also ich habe so ungefähr 3 Stunden eingeplant, also bis, ja im Endeffekt bis 11:30 Uhr so ungefähr. Dann will ich nämlich nochmal in Ruhe Mittag essen und dann so die letzten Vorbereitungen fürs Event treffen. Genau. So. Okay, fahren wir mal manuell noch ein Stück. Neuer Vorne ist Tag, halt neues blöderweise Glück. Ja, auf geht's. kein Parkplatz oder so. Deswegen konnte ich da jetzt nicht automatisch hinfahren. Aber ja, hier so ungefähr hin. Links ist ein Refugium und an dem kann ich mich so ein bisschen orientieren. Oh, ich hätte vielleicht mal gucken sollen, ob von da auch ein Auto kam. Ja, kam sogar. Wow. Hätte schnell passieren können, dass ich da versehentlich reinrase. Aber es ist ja nicht. So. Ah, noch ein gutes Stück. Kommt jetzt links gleich eine Straße, in die ich rein kann? Lohnt sich das? Nee, lohnt sich nicht, da reinzufahren. Hier, da ist die Straße. Und dann noch ein kleines Stück weiter. Bup, 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 bup. Oh ja, hier können wir Raus eigentlich mit stehen euch! bleiben. Alles klar. Was haben wir hier so Schönes? Oh, da hinten sind irgendwelche Viecher, aber egal. Oh, wow. Da hätte er uns bald über den Haufen gefahren. So, dann einmal hier rüber.
Sind das überhaupt für Gegner? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Killerbiene und Killerwespe. Das. Och nö. Ernsthaft? Nee. Komm, dich ignorieren wir jetzt. So, ich muss einfach nur irgendwie hier rüber. Oh, naja, gut, hier geht's auch. Ach, nee. Die Jagdsaison ist eröffnet. Oh. Komm. Ein ganz normaler Curl, okay. Also diese Graubart-Curls, die waren ja doch ein bisschen heftiger. Aber die normalen, die gehen eigentlich. Also vor allem, wenn es nur einer ist, davon mal abgesehen. So und weg. Und sogar ein Schnurrhaar bekommen, cool. So, ja, doch noch ein gutes Stück weiterlaufen. Aber irgendwo da in der Gegend ist das dann. Also der Zeitauftrag. Lalalala. Hopp und... Hier. Irgendwo hier in der Ebene wird das sein. Oder in dem Krater da. Also sieht zumindest nach Krater aus. Moment, ich guck nochmal. Ja gut, auf Höhe von diesem Felsen geht's los. Also, ah, verdammt, hier. So. Also irgendwo hier, ungefähr ab dieser Höhe. Bis dahin muss ich so oder so noch rennen. Keiner im Büro, ja toll. Oh Mann. Ich höre Magitech-Motoren. Ach was? Schon wieder. Mensch, ihr nervt. Oh, und Ausdauer war auch leer. Geil. Gut, ich meckere schon wieder ein bisschen. Ich merke das schon. Lalalala. Met oder Dunkelbier? Ah, leider nicht. Habe ich leider gerade nicht zur Hand. So, jetzt bin ich. Ja doch, ich bin jetzt so ziemlich in dem Gebiet drin. Ich glaube zwar nicht, dass die hier auf der Kante irgendwo auftauchen. Ich muss jetzt halt erstmal den richtigen Ort finden innerhalb von diesem Gebiet. Ah, und Ausdauer auffüllen hat nicht ganz funktioniert gerade. So, aber irgendwo hier wird das sein. Irgendwo hier. Lalala. Also ich... Oh, was? Warum kann ich gerade nicht speichern? Hä? Wieso lässt er mich gerade nicht speichern? Oh Gott. Und Dirge, vielen Dank für dein Raid. Und hallo. Zieh dir lieber etwas über. Ja, zieh dir lieber etwas über. Genau. Ah, jetzt kann ich auch wieder speichern. Warum auch immer das eben nicht ging. Ah, Hilfe. So. Hatte ich jetzt gespeichert? Ja, ne? Ja. Ach, da hinten, das sieht doch... Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch irgendwie nach Killerbienen, Killerwespen aus, aber... Das hat getäuscht, ne? Ja, zwei Kombos ausführen. Ja. Komm. Mensch, lass... Lass mich doch einfach spielen. Das übernehmt ihr besser. Ja. Oh, Mann. Solche Gegner. So. Ach, Magie ist schon was Tolles in dem Spiel. Was besser aufnockt. Ja, doch. Okay. Muss ich das so hinauszögern hier? So. Stimmt ja, du hast Insekten. Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. So, Jetzt nur noch den richtigen Ort finden. Was? Raid-Type? Achso, oh, ja. Oh, gute Idee, Kitty. Danke für den Raid, ja. Cool, ich habe ein Raid-Hype-Command. Ich muss mich da sowieso selber auch mal ransetzen und so ein paar Commands. Also so ein paar eigene Commands da reinhauen. Ach, denn noch? Lassen wir die Waffen sprechen. Ach Mann! Ich such doch nur den Zeitauftrag hier.
der richtige Gegner. Na komm. Da will er gerade zuschlagen und wird wieder zu Boden geworfen. Ja, komm. So, irgendwas habe ich zertrümmert. Das ist schon mal gut. So, der ist auch weg. Und noch ein Schnurrhaar bekommen. Ich weiß gar nicht, aber die normalen, die haben, glaube ich, nur eine prozentuale Chance, die Dinger fallen zu lassen. Dass ich jetzt in zwei Kämpfen zwei bekommen habe, ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so schlecht. So rein von den Chancen her. Was? Achso, ja, kannst du gerne machen, Kitty. Also gerade wenn dir irgendwelche Sachen einfallen, die sinnvoll erscheinen. Das ist halt immer das Doofe, wenn ich so einen Zeitauftrag mache und den an sich noch nicht kenne. Das kann halt überall in diesem ganzen Gebiet hier sein. Und ich muss dann halt... Ach nein. Lass mich doch mal in Ruhe. Das kann halt prinzipiell dann... wie gesagt, überall sein. Und ich muss halt auch jedes Mal dann bei Zeitaufträge reingehen, da die Karte öffnen, dann da wieder rausgehen, dann die Karte hier öffnen, um das dann miteinander zu vergleichen. Bleibt nicht eng. Und das nervt dann irgendwann schon so ein bisschen. Wenn man einmal den Ort gefunden hat, ist es kein Problem mehr. Aber ja, bis dahin. Halt, oh, ich höre was. Oh. Ja. Ernsthaft. Mensch, lass mich doch einfach in Ruhe. Ah. Aha. So. 35 von denen muss ich besiegen. Okay, ja, das sollte doch machbar sein. Level 10, das ist doch gar nichts. Gut. Miezekatze wollte doch nur spielen. Ja, genau. Ich hab da so meine Zweifel dran. So. Was? Ich bin ja verwirrt. Ah, Hilfe. Sieht aus, als hätte er einen Schuss. Hä? Nu. So, 11 Stück schon besiegt, immerhin. Ja, und energietechnisch sieht's auch gut aus, immer noch, oder? Oh Mann, Hilfe. Wie gesagt, die sollten jetzt nicht allzu schwer sein. Hi, Lachsporty. Hallöchen. Also haben wir gerade schönes Winterfeeling hier. Durch unseren guten Zauber. Und da noch einmal rein. Aber schon 20 besiegt mittlerweile. So. Die Magie ist wieder einsatzbereit. Aha. Und. Ja. Noch ein paar habe ich doch erwischt. Achso, ich bin wieder verwirrt, deswegen. Also das seht ihr jetzt nicht, aber wenn ich verwirrt bin, dann ist halt auch die Tastenbelegung ein bisschen anders. Also zumindest die Richtung des Tasten. Und deswegen bin ich da eben zum Beispiel versehentlich weggerannt vom Gegner. Wollte eigentlich auf ihn zurennen. Aber naja, passiert. So, oh wow, was war das denn? So, und ein einziger ist noch irgendwo. Da. Nee, doch. So. So, und Zeitauftrag abgeschlossen. Sehr schön. Lass dich von nichts aufhalten. 100 AP bekommen. Deckst du mir den Rücken? Natürlich. Und gab sogar ganz gute Erfahrungspunkte. Weiß einer, ob demnächst ein Final Fantasy 9 Turnier oder so stattfindet? Keine Ahnung. Auch ein harter Kampf. Ich kenne Tracker immer nur so, dass sie entweder über Browser Source oder der dreckige Weg dann als Fensteraufnahme zugeschnitten ist. Achso, geht um was? Kingdom Hearts 2? Final Mission? Okay. Gut, ne, da bin ich ein bisschen raus dann.
Ach so, okay. Ah, Mensch. Hier wollte ich rein. Zurück zum Regal, ja, und... Ja, dann kümmern wir uns jetzt mal um die eigentlichen Missionen. Ich habe schon wieder... Wie viel? 326 ausgelassene Frames. Das ist doch zum Kotzen, so ein bisschen. Aufgabenziel. Ne, wir reisen mal so. Lasst nichts liegen. Okay. Musik lasse ich aus, weil... obwohl, nee, lasse ich nicht aus. So. Ich nehme jetzt die... Ja, genau. Ich lasse jetzt einfach die normale Final Fantasy 6 Musik laufen. Weil, ich meine sowas wie normale Final Fantasy Musik habe ich ja hier auf dem Kanal eh schon drauf, glaube ich. Ja. Solange es kein Arranged-Zeug ist, denke ich mal, ist die Gefahr da auch relativ gering. Und notfalls muss ich hier irgendwann mal alle Dinger runternehmen. Alle VODs auf Twitch. Dann habe ich sie halt nur noch auf YouTube. Ist dann auch nicht ganz so schlimm. Genau. Viel Glück mit dem Tracker dann, Dirge. Ach, Moment. Mir fällt gerade ein, Moment, wo sind wir jetzt? Da. Genau. Sobald ich... Also hier werde ich mal nach rechts abbiegen. Ich will nämlich bis hier hinten noch hin. Also bis zu dieser Abgrenzung hier. Weil wenn ich mich richtig erinnere, ist da auch dieses Jägerlager. Dann habe ich das zumindest schon mal aufgedeckt, kann da dann jederzeit auch hinreisen. Und ich glaube, da gibt es sogar noch ein paar Aufträge. Ja, das werden wir dann sehen. Außerdem gibt es da generell ein bisschen was zu entdecken. Auf YouTube lässt sich besser runterladen. Ja, wenn es nicht die eigenen Videos sind, dann ja. Ansonsten, ja, macht es im Endeffekt gar keinen Unterschied. Auf Twitch ist es aber für meine eigenen Videos zumindest halt ein bisschen übersichtlicher, das runterzuladen. Also finde ich zumindest. Da brauche ich ja einfach nur den Video... Oh Gott, wie hieß das Ding? Video Manager, glaube ich, hieß das. Den brauche ich nur aufmachen, dann habe ich die Videos ja alle aufgelistet, kann jedes einzelne runterladen durch ein Dropdown-Menü und dann passt das. Jo, vielen Dank, Dirge. Oh, ins warme Bett machen, oh ja. Schlafen ist was Feines, auf jeden Fall. So, und hinter der Kurve werde ich dann auf manuell fahren wechseln und dann einfach mal nach rechts abbiegen. Und dann ja, kann ich einfach nur einen Knopf gedrückt halten die ganze Zeit. Kurvennutzung nimmt er ja automatisch dann. So, ja, machen wir mal hier schon. Sicher, sicher. So, manuelles Fahren, ja. Gehen wir. So, los geht's. Ja gut, Schlaf ist Luxus. Man tagsüber versucht, im Schwabenland zu pennen, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist ja hier tagsüber teilweise schon ziemlich schwierig. Weil es ja draußen doch mal ein bisschen laut sein kann. Ich denke mal, ich werde mich selber nachher auch nochmal hinlegen. Irgendwie, ja, frühen Nachmittag oder so, je nachdem. Weil zur Anfangszeit des Events habe ich ja noch nichts zu tun. Das kommt dann erst später. Und ich werde ja im Endeffekt die ganze Nacht heute wach sein. Also die nächste Nacht jetzt. Ja, und da ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich tagsüber wenigstens noch ein bisschen Schlaf kriege. So. Und auf geht's jetzt zum, oh Gott, Malzedia-Jägerlager? Ich glaube, so hieß das irgendwie. Ah, da könnte ich ein bisschen was... Nee, ich bleibe im Auto sitzen. Die Tiere dürfen leben heute. Ich bin gnädig, haha. Ja, ich sitze an der Hauptstraße quasi. Richtig.
Achso, oh, ja, wir haben Terras Team übrigens. Da freut sich die Kitty wieder. Na gut, ich ja auch. Ich mag das ja auch. Genau. Diesmal allerdings fühle ich das Original. Das andere war ja so ein Remix. So, oh, da ist eine Sperre. Ich weiß gar nicht, öffnet sich die später? Ich meine, ich könnte eh zu Fuß da lang gehen. Oh. Ja, ich glaube, die öffnet sich später sogar. Obwohl, macht eigentlich gar keinen Unterschied. Der Weg war ja nicht allzu lang eben. So, und... Ui. Wie gesagt, ich brauche im Moment eigentlich nur RT gedrückt halten. Ich weiß, dass es irgendwo mal, also wenigstens eine Kurve gab, ich weiß jetzt aber nicht mehr wo. Da sollte man halt nicht RT die ganze Zeit gedrückt halten, also nicht mit Höchstgeschwindigkeit langfahren. Sonst knallt man da auch irgendwo gegen. Da sollte man ein bisschen vom Gas gehen vorher. So. Lalala. Licht am Ende des Tunnels. Aha. Ne, und hier ist jetzt irgendwo gleich das Jägerlager. Genau. Können wir uns da mal umschauen? Oh, Moment. Mit euch. Moment, da liegt irgendwas, das will ich haben. Oh, nu, bleib doch mal stehen. Hallo. Mieses Wetter. Ach, sag bloß. So, laufen, laufen, laufen. Weil die Dinge, also das, was da auf der Karte zu sehen ist, das sind halt immer, weiß ich, irgendwelche Elixiere und... oh, Mörderstachel? Keine Ahnung, was das jetzt ist. Egal. Und ein Regenbogensplitter, cool. Ja, oder das können auch Waffen sein. Oder, ja, also generell Ausrüstungsgegenstände. Waffen sind ja auch Ausrüstungsgegenstände. Ja, aber auch Rüstung, Accessoires, sowas halt. So, sieht irgendwie so dunkel aus hier. Achso, ja gut, ich kann ja hier auch mal parken. Oder stehen bleiben allgemein. So. Aber damit haben wir... Da, Ortschaft. Meldatio Jägerzentrale, so hieß er. Und hier gibt es auch ein paar Sachen. Ich weiß, dass irgendwo hinter... Oh, Sammlermünze. Dass irgendwo hinter so einem Schild auch mal was war. Ich weiß aber nicht mehr, ob das für irgendeinen Auftrag gewesen ist oder halt einfach so. Oh, da lag was. Wir kaufen und verarbeiten Tierknochen. Na, nicht dagegen hüpfen. Oh, wirf im richtigen Augenblick. Die Chance, ein Schwarze zu treffen, ist am größten, wenn Noctus Hunt sich ganz vorne befindet. Bringt das irgendwas? Ich weiß es nicht. Noct, sieh mal. Was denn? Achso, da oben. Knochenverarbeitung, Messer, Küchenutensilien und mehr. Wer benutzt denn sowas? Ah, Mensch. Geht mir aus dem Weg. Ne, hier ist nichts. Gut, aber wir schauen uns hier mal ganz in Ruhe um. Ne, da... Oh, Hilfe! Nicht hängen bleiben. Wollen wir Mensch. Was kaufen? Gute Idee. Da wird Ignis sich ich freuen. Vermute mal, das ist... Die... Ach nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich die Ortsbeschreibung sein, aber nee. So, erstmal die eine Seite absuchen und dann auf dem Rückweg. Wir müssen ja eh wieder zum Regalia zurück. Und dann Wildtierpeilsender, Pfoten weg, okay. Okay. Nee, und auf dem Rückweg werde ich dann die andere Hälfte, also die andere Seite noch versuchen. Gedenkmünze. Ich hatte eben gesehen, da hinten hat auch was geblinkt. Ah, na. Ach, ich kann hier gar nicht hüpfen drinne. Ah. Ach, nu. So, ich wollte hier hinten nämlich nochmal gucken. Oh ja, hier ist tatsächlich noch was. Na? Was war das jetzt? Ach, oh, geheimnisvolle Karte, cool. Da
Da gucke ich doch auch gleich mal. Hier ist auch noch was? Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Haben wir hier irgendwas? Nö. Och, muss das hier alles so beengt sein? Ah, da liegt aber was. Das will ich auch haben. Massivknochen. Ne? Können wir vielleicht hinten abgeben. So, hier hinter was? Nö. Hier irgendwo noch irgendwas. Ah, doch, 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 da lag was. Ah, Moment. Da sind aber generell ziemlich viele Münzen hier in dem Areal. So, das wird wahrscheinlich jetzt die Beschreibung sein, ne? Genau. Meldatio Jägerzentrale. Bestandsregulierung, Ruinenforschung, Vermisstensuche. Welche Aufgaben übernehmen hilfsbereite Jäger eigentlich nicht? Die Meldatio Jägerzentrale koordiniert die Aktivitäten ihrer in ganz Luzis vertretenen Mitglieder und sagt so. Und sorgt so für sichere Städte, Felder, Berge und Flüsse. Obwohl heutzutage jedes Kind die Meldatio Jäger kennt, wissen mitunter nicht einmal die Jäger selbst, wo die Organisation ihren Ursprung findet. Vor 150 Jahren errichtete der damalige König von Luzis zum ersten Mal den magischen Wall, um Insomnia vor den wiederholten Angriffen Niflheims zu schützen. Die Jäger schlossen sich zusammen, um die Menschen außerhalb des Walls vor Viechern und Bestien zu verteidigen. Das Hauptquartier der Meldatio Jägerzentrale am Palareth Pass war ursprünglich ein Stützpunkt des luzischen Militärs im Kampf gegen Niflheim. Die Jäger rüsteten damals die Einrichtung für die Viecher- und Wildtierjagd um. Heute, ein gutes Jahrhundert später, sind die Gebäude jedoch verfallen und nur noch wenige Jäger halten sich dort auf. Und so drängt sich das Gefühl auf, dass vom einzigen Ruhm der Meldatio-Jägerzentrale nicht mehr viel übrig ist. Okay. So, nö. Kann ich hier mit den Leuten überhaupt nicht reden? Okay, hier werde ich sicherlich irgendwo... Mit jemandem reden können, wollte ich gerade sagen. Oh, Moment, ich werde mir mal... Ja, hier... kann ich ja gar nicht... So, ich werde mir mal jeweils 10 hier holen. Oder, na gut, Riechsalz reichen dann 9. So. So. Ach, verdammt, viel zu viel. Obwohl die... naja, egal. Jetzt habe ich schon angefangen, die Sachen zu kaufen. Jetzt kaufe ich die auch weiter. Oh. Verdammt. Gut, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen viel Geld ausgegeben. Schau mal wieder rein. Egal. Zu Hause auf den Straßen der Welt. Der Waffenbote. Sonnenausgabe. Angetestet. Neueste, was? Koles-Kollektion. Hm, okay. Gut, Mensch. Hier hinter irgendwas. Also auch eigentlich ein gutes Versteck hier, oder? Hm, doch, da liegt was. Ein Drachenzahn. Und hi, Jelly. Und vielen Dank. Auch wenn es jetzt natürlich mittlerweile 2 Tage sind schon. Sprich, für mich ist der Geburtstag schon fast wieder vergessen. Ich kann heute irgendwie überhaupt nicht reden. Alles ganz in komisch. Ordnung? Esma, wer bist du? Egal. So. Ach hier. Bist du neu bei uns? Dann solltest du dich bei mir lieber noch etwas für die Jagd stärken. Ja, mach ich. Was wollt ihr wissen? Ja, toll. Bis an das Refugium und an den Parkplatz komme ich noch gar nicht ran. Ja, toll. Abgesehen von der einen Ortschaft, in der ich, also in der Meldatio Jägerzentrale, wo ich ja eh schon bin, hat er mir jetzt keine Infos gegeben, die ich im Moment brauchen kann. Und hi, Hashi. Was?
Was? Ich hab das ignoriert? Echt? Entschuldigung. Also? Nee, hab ich dann tatsächlich nicht mitbekommen. Jägerragout? Ja, kann ich mir im Moment eh nicht kaufen. Ich hab noch 211 Gil, wow. Hier warten Ruhm und Ehre auf euch. Unter Hochspannung. Oh Gute Gott. Wahl. Ah, ich ahne schon Schlimmes. So eine fliegenden Gegner, die sind immer ein bisschen nervig. Also zeigt's dem Gesocks. Ja, mach ich. So, mal ganz kurz gucken, wo das ist. Könnte ich prinzipiell... Oh Gott, Hilfe. Könnte ich prinzipiell auf dem Rückweg machen. So, und wo ist das hier? Achso, das... Oh, das ist genau an derselben Stelle. Nahezu genau. Fast genau. Selben Stelle. Ja gut, da komme ich ja eh noch nicht hin. Ja gut, auf dem Rückweg kann ich die beiden Sachen dann schnell machen noch. Ja, Mann. Riechsalz. Ja, und noch irgendwas Schönes. Nö, hier nicht. Da liegt noch was. Ein Eisenklumpen. Ne, hier, da ist nichts. Okay. Gut, dann sind wir hier im Grunde jetzt auch schon soweit durch. Manuell fahren, ja. Schnallt euch an. Okay. So, ich muss jetzt sowieso einmal rasten. Genau. Na komm. So, weil gegen den... Wir sollten unbedingt Medikamente kaufen. Ja. Okay. Ja, den einen Jagdauftrag kann ich ja sowieso nur tagsüber machen, deswegen müsste ich jetzt sowieso... Überall musst du gegenspringen, Nockt. Stimmt. Heute mach ich dich fertig. Nee, den einen Auftrag kann ich eh nur tagsüber machen, das heißt, da bin ich auch dabei, Jungs. Macht gar keinen Sinn, jetzt nicht zu rasten. So. Ah, irgendein hübsches Foto. Oh, was für eine Fratze. Ach, sei doch still. Das okay. Da ist unser Auto. Ach Mensch, Moment. So, ich hoffe, nein, nicht voll tanken. Und da einsteigen will ich. Doch, manuell fahren nochmal. Gehen wir. So, los. Ich hätte jetzt bis zum nächsten Parkplatz auch fahren können, theoretisch, aber. Also automatisch dann fahren können. Ja, aber nö. Soll ich wenigstens was zu tun? Da. So eine große, schon fast Haarnadelkurve nach links. Da muss ich dran vorbei und dann bin ich im Grunde schon fast da. So, wenn ich das geschafft habe, geht es endlich richtig nach Nesthalum. Ich bin ja schon mal einmal kurz drin gewesen, aber bin ja im Endeffekt dann von dort aus sofort wieder zurückgefahren oder weitergefahren oder was auch immer. Da. Oh, 500 Meter noch knapp. Ist jetzt nicht mehr die Welt. Ui, oh. Da bin ich jetzt vielleicht auch ein bisschen schnell unterwegs gewesen. Achso, ja, gut. Das war noch gar nicht die Kurve. Hier müsste es jetzt kommen, ne? Genau. Die nächste Kurve, die jetzt nach links geht und dahinter dann irgendwo stehen bleiben. Was?
Morgen ist Samhain? Samhain? Ist? Keine Ahnung, was du damit meinst. So. Ah ja, da sind sie doch schon. Oh Gott. Fliegende Viecher. Warum steigen wir bei so einem Wetter aus und laufen rum? Weil wir kämpfen müssen? Mann, Mann, Mann. Nur am Meckern, der Junge. Naja gut, ich ja teilweise auch, aber egal. Mensch, ich will speichern. Hallo. Oh, ich habe gar keine Magie mehr. Ausgerüstet. Nein. Ausrüstung. Ich habe ein bisschen was schon mal vorbereitet, quasi. Die heißen Donnerrocks. Ich glaube nicht, dass ich da Blitze benutzen sollte bei denen. Was? Nein, falscher Kopf. Ist das lästig? Ja, doch, es werden getroffen. Gut. Ja, das Problem bei solchen Gegnern ist ja genau das, was man jetzt gerade sieht hier. Du musst halt immer sehr weit in die Luft. Und ja, da besteht halt immer das Risiko, dass ich dann irgendwann abstürze. Und abstürzen ist nicht angenehm. Vor allem können auch die anderen beiden hier nicht wirklich, die anderen drei nicht so großartig mithelfen. Doch, tue ich im Moment, leider. So. Okay, nächster weg. Ich hasse fliegende Feinde. Ach, sag bloß. Aber nur drei Stück. Ah, verdammt. Drei Stück sind schon mal ausgeschaltet. Immerhin. Oh, Moment, Moment. Hier. Bam, 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 bam. Blatt oben 2 auf Steam läuft und finde ich okay. Da würde ich dann notfalls mal in das entsprechende Forum reingucken. Oh Mann. Ah, cool. Und ein Überraschungsangriff. So, toll. Gerade mal 4 besiegt bisher. Ja, MP-Straße, nein. Hier, super Trank. Ja, genau. Ja, Professor Dr. Doktor. Das ist der Beste. Na? Ach, schade. Wollte eigentlich noch kontern. Ja, da, komm. Doch, Mensch, der liegt doch auf dem Boden hier. Holt ihn euch doch. So, der ist auch weg. Okay, 2 Stück noch. Das sollte doch jetzt machbar sein. Ach, verdammt. Ich wollte gerade wieder Warp-Angriff machen. Ich habe mich darauf geachtet, dass ich ja gar keine... gar nicht mehr genug Magie habe dafür. Toll. Noch ein super Trank. Oh. Na komm, ich brauch doch nur... Ja, so. Ich wollte gerade sagen, ich brauch doch nur ein paar MP wieder. So, der ist weg. Und dann bleibt nur noch der eine hier übrig. Oh, Moment, Moment, Moment. Da. Was? Nee, wir haben uns nicht übernommen. So, das war's. Aber ja. Gut, was? Lasst uns ein paar Knochen brechen. Gute Idee, ich bin dabei. Ah, ja, gut, dann. Weil hier sowieso noch was liegt, sollte ich vielleicht die Gegend erstmal so ein bisschen gegnerfrei machen. Na komm, komm. Aua. So, Nummer 1 weg. Na komm. Nummer 2 ist jetzt auch gleich weg. Ah, die halten noch ein bisschen was aus hier. Aber ist auch nur eine Frage der Zeit. Also gefährlich sind sie jetzt nicht.
Irgendwas habe ich zertrümmert. Ach, Moment, hier. Die Dinger sollen ja auch ein bisschen steigen. So. Und war's das? Ja, noch lebt er. Okay, das war's jetzt aber. Gut. Aufgaben. Hier, das habe ich gesucht. Was? Oh, wo kommt der denn auf einmal her? Mann. So, ja. Nur lasst mich mal suchen hier. Irgendwo hier in dem Gebiet ist eine Karte versteckt. Genau. Och, ich hasse Bäume. Gott, lasst es bloß nicht, keine Ahnung, Greenpeace hören oder so. Aber in dem Spiel sind die Bäume teilweise doch sehr nervig. Warum muss das auch so ein großes Gebiet hier sein? Moment, hier. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass das irgendwo in so einem Gebäude drin ist. Hm? Nee. Weißsteinkristall. Das ist alles noch im Einzugsgebiet hier. Also könnte hier überall noch liegen. So, das habe ich untersucht, das habe ich untersucht. Das hier zählt. Ja, hier zählt auch alles noch. Ja. Lalala. Hier ist nichts. Weil zur Not habe ich halt immer noch das Lösungsbuch hier zu liegen. Also da kann ich dann auch schnell mal reingucken. Ob Löwen in. Achso! Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, da liegt was. Erdsphäre. Oh. Was war das? Glassphäre und. Ich glaube, Himmelssphäre. Das sind die beiden Sachen, die ich brauche. Für irgendwelche Aufwertungen. Ich gehe irgendwie gerade sehr, sehr unkoordiniert hier vor, merke ich, aber. Naja. Entweder renne ich jetzt hier einfach wild durch die Gegend innerhalb dieses Gebietes und finde irgendwann die Karte. Oder ich gucke dann halt wirklich einfach nach. Im Moment sieht es tatsächlich eher nach Variante Nummer 2 aus. Hoffentlich klart es noch auf. Ja. So, ist hier irgendwo was? Nö. Ah, Hilfe. Ich sehe nichts. Gut, hier wäre ich dann gleich wieder raus aus dem Gebiet. Ach, oben drauf vielleicht? Da habe ich gar nicht geguckt. Nö. Aber hier habe ich so eine gewisse Aussicht wenigstens mal, die mir aber so überhaupt nichts bringt. Ha. Achso, nee, das ist unser Autochen. Ich glaube nicht, dass da drin irgendwas sieht. Ja. Und hier bin ich, glaube ich, sogar schon gewesen. Ah, okay. Gucken wir nochmal irgendwo so mittendrin. Das war die Mauer. Toll. Muss ich hier doch einmal rumrennen. So. Ja, nun. So ein Mistwetter. Du sagst es. Ja, das habt ihr aber schon ein paar Mal gesagt jetzt mittlerweile. Komme ich hier auf das Dach rauf? Ja, komme ich. Ich glaube, das ist schon wieder dasselbe Dach, oder? Moment. Ja. Weil hier gibt es kein Dach, auf das ich raufkomme. Gut, ich guck mal ganz kurz im Lösungsbuch nach.
Bevor ich jetzt da Ewigkeiten suche oder so, ist ja dann auch ein bisschen doof. Nebenaufgaben, da ab Seite 126. Übrigens, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber irgendeiner hatte doch geschrieben, dass das Lösungsbuch, also die Collector's Edition, so teuer ist. Ist es tatsächlich gar nicht. Also ich hatte jetzt mal nachgeguckt, das sind dann, das sind immer so, keine Ahnung, 30 Euro, vielleicht mal ein bisschen mehr, aber ja, viel mehr auch nicht. Okay, das ist in einem Gebäude drin. Nee. Das muss dann das Gebäude hier sein. Hier? Nee. Ist hier noch ein Eingang? Nö. Hä? Das sieht auch nicht wie das Gebäude aus. Ist hier irgendwo noch ein weiteres Gebäude? Hm. Da, also hier, aber hier ist keine normale Tür. Also im Grunde muss das auch so eine Tür sein wie... Ist ja ganz schön frisch. Ja, allerdings. Gehen wir doch mal aus dem Weg. Ja, im Grunde muss das so eine Tür sein wie bei dem Gebäude hier. Ach, nee, doch, das ist es, ne? Ja, genau. Nur ist das ganze Gebäude oder der Boden davor ist um einiges höher. Dann soll die Karte hier irgendwo liegen. Ach Mensch. So, Frage ist nur, wo ist hier noch so ein weiteres Gebäude? So, einmal kurz umgucken von hier aus. Oder so ein bisschen systematisch abgehen. Das ist... Moment. Ah, hier. Da haben wir sie doch. Noch so ein Kartenstück. Die Karte ist immer noch nicht vollständig. Okay, haben wir das auch gelöst? Ganz alleine natürlich, ohne Lösungsbuch und so. wo ist unser Auto? Hier irgendwo. Ah, Mensch. Einfach hier durchrennen. Irgendwo hier. Geht's zur Straße, oder? Achso, hier. Hier irgendwo. Da ist es doch. Na, komm. Automatisch fahren. Aufgabenziel. So. Ja, da. Reisen wir mal so schnell hin. Geht ein bisschen schneller. Gut, dann können wir den einen Jagdauftrag auch dort direkt abgeben. Also ich muss ja jetzt nicht extra zur Jägerzentrale zurückfahren, um den abzugeben. Und dann haben wir erstmal gar keinen Jagdauftrag mehr. Ist das wieder heiß hier? Und zieh halt das Hemd aus. Ich bin doch nicht du. Genierst dich wohl, was? Weil du so ein Hänfling bist. Quatsch! Ich will nur nicht mit meinen Muskeln angeben. Ah ja. Okay. Nehmen wir einfach mal so hin. So, dann geht's mal so wirklich nach Lestalum. Oder jetzt gucken wir uns mal so richtig um hier. Oh, liegt hier irgendwas? Nö. Aber hier ist ein Geschäft? Nee, doch nicht. Okay. Was haben wir hier noch? Achso, Jagdtagebuch 2. Gut. Haben wir. Na, nu. Haben wir das auch? Ich hatte ja schon mal gesagt, diese Tagebücher, also Jagdtagebücher und dergleichen, die werde ich dann irgendwann mal alle in Ruhe vorlesen, wenn ich sie dann auch vollständig habe. Na, hier ist ein Händler. Hallo, willkommen bei Meteo. Na gut, ich habe ja im Moment eh kaum. Kaum Mittel, um was zu kaufen, genau. Aber kann ich denn irgendwas Hübsches verkaufen?
Ah, ich könnte bei den Waffen eigentlich mal gucken. Oder hier bei den Dingern. Moment. Ja. So, einen behalte ich mal immer. Hopp. So. So. Wir brauchen halt ein bisschen Geld. Fackel. Was? Achso, oh. Habe ich echt zwei Stück davon ausgerüstet? Aber gut. Kugelsichere Weste. Nee. Gibt halt so viele gute Accessoires, die, die ich dann halt. Stattdessen ausrüste. Also statt diesen Standarddingern. So. Oh, jetzt haben wir doch wieder ein bisschen Gold beisammen. Hier will ich nichts ausgeben. Nichts verkaufen, meine ich. Oh, hier. Sagen wir mal, ja, 10 behalte ich mal davon. So. Hier nichts verkaufen. So, kaufen. Erstmal 99 Schafsmilch wieder. Die benutze ich halt gerne mal für die Magie-Dinger. Deswegen. Und hi, Darth Anakin. Hallöchen. Ach, der kann dir nicht wirklich helfen. Ansonsten, also bei solchen älteren Spielen gibt es meistens auch irgendwelche Foren und dergleichen. Also, bei Thief zum Beispiel habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, gut, Thief ist jetzt nicht Blatt. Willkommen! Aber, ja. Vielleicht hast du da ja Glück. Bis bald! Ignis versteckt sich. So. Ach, hier ist das Hotel, ne? Ja, genau. Das ist das Hotel, in dem ich, was war das? Auf alle Fälle kann ich da, ich glaube, doppelte Erfahrungspunkte oder zweieinhalbfache sogar, ich weiß gar nicht mehr. Oder war das mit den Königssuiten? Ich bin nämlich bis eben der Meinung gewesen, dass das in Altissia nachher war. Das sind aber eine Menge Stände. Und voll mit Sachen, so, die ich noch nie gesehen habe. Ja, komm. Was für ein Duft. Hier lassen sich bestimmt alle möglichen Gewürze finden. Endlich kommst du aus dir raus. Seid ihr fertig? Ja, danke. Alles frisch von den Vorlochhöfen. Sieh dich in Ruhe, Junge. War das doch hier? Okay, ich war irgendwie der Meinung, das ist in Altissia gewesen. Das teure Hotel. Oh, 4800. Ja, nehme ich trotzdem. Mit Vergnügen. Kujata Knochenmark. So. Ich will halt jede Zutat einmal haben, wenigstens. Weil dann gibt es hoffentlich auch neue Rezepte. Was muss ich eigentlich holen für? Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Oh, kein neues Rezept. Okay. So, nochmal gucken. Ja, toll. Achso. Ah, ja, klar. Ich muss hier rangehen. Nanu? Okay. Etwa ausverkauft? Hm? Bist du mit dem Sortiment unzufrieden? Tut mir leid, aber bis zur nächsten Lieferung dauert's wohl noch. Meinem Lieferanten ist die Fracht nämlich vom Wagen gefallen. Und das an einer ziemlich gefährlichen Stelle. Keine Ahnung, ob wir es überhaupt bergen können. Ach so. Wenn du Lust hast, kannst du natürlich versuchen, das Zeug selbst zu sichern. So, so. Na, bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Und Jelly, ja, habe ich vor. Na komm. Auch wenn ich so ein paar Grind-Sachen dann eventuell offstream machen werde. Na, aber so einen Großteil der Sachen will ich halt auf alle Fälle im Stream machen. Aha, jo. So, hier sind überall noch ein paar Händler. Da ist einer. Oh, du bist neu, was? Wenn dir was gefällt, greif nur zu. Styling-Creme. Oh ja, hier.
die auf alle Fälle. Gerne. Da gab es nämlich, ich glaube, 5 verschiedene Figuren. Und die brauche ich später. Für eine Nebenmission. So, bist du ein Händler? Nö. Ah, was haben wir hier? Hunger? Lust auf einen deftigen Snack? Bei diesen Spießen läuft dir der Morbelspeichel im Mund zusammen. Nach Original Escalada-Rezept. Ah. Cool. Neues Rezept gelernt. Zieh dich ruhig um. Oh, die sind alle so teuer hier. Schön, vielen Dank. So, wie gesagt, ich will halt jede Zutat einmal haben. Ja gut, das ist noch bezahlbar. Und neues Rezept. Bis die Tage. Was ist es? Ja. Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. So, und dann haben wir hier noch... Na komm, irgendwo. Ach, Moment. Kampf für Recht und Ordnung. Melde dich noch heute bei einem Informanten in einem Restaurant in deiner Nähe. So, und hier haben wir doch ein Restaurant, ne? Ja. Ich weiß auch, dass es hier 2 Restaurants gab und beide haben verschiedene Jagdaufträge auch gehabt. Aber erstmal den einen abgeben. Oh, uns fehlen noch 2 Punkte bis Rang 4. Cool. Na? Was führt euch zu mir? So, erstmal ein bisschen Infos einholen. Oh, neue Parkplätze, geil. Ortschaften, naja gut. Sammelstellen, oh, das war's, ne? Ja. So, was hast du Schönes? Euch mal hier was aus. Ich weiß, dass ich einige von den Sachen auch kriege, wenn ich die halt im Restaurant irgendwo bestelle. Aber da weiß ich nicht mehr welche. Sind immer willkommen. So, keine Bedingung, okay. Haut rein. Na komm. Aha. Vielen Dank. Ach, schon wieder so ein Luftding. Aber ein Greif, okay. Aber auch keine Bedingung, das ist gut. Und der nur tagsüber, ja. Lieber tagsüber als nachts. Haut rein. 3, aber 1. Ach so, das meinst du, ja. Ich meinte aber wirklich die mit Aufträgen. Erforderlicher Rang 4, okay. Bienenkönigin. Ja gut. Also dann. Kann ich eh noch nicht annehmen. Wobei, wenn ich ein oder spätestens nach 2 Jagdaufträgen, die ich jetzt noch habe, wenn ich die geschafft habe, dann habe ich ja Rang 4. Oh, Sticker Ebony. Okay. So.